Also letzte Mal, was ich habe die Judith gehört, ich habe geweint. Ich habe ihn mal gefragt, ob er jemals in seinem Leben noch wirklich zutiefst glücklich sein konnte. Und dann hat er gesagt, dass er das nicht konnte. Und das hat mich eigentlich total schockiert. Manchmal, Sonntagnachmittag, haben die Gebrüder Rosner sich vor eine Baracke gestellt und haben gespielt. Aber durfte keiner sich hinstellen und zuhören. Und bei mir war alles egal. Ich habe mich hingestellt und so lange dort gestanden, bis die haben aufgehört zu spielen. Wenn die Musik einen so in den Bann zieht, dann muss das echt was heißen, so ein Konzentrationslager. Und ich glaube, so ist das bei mir auch, dass es mich total berührt. Ich glaube, die Musik verbindet uns auch irgendwie.